Hallihallo meine Lieben, ja heute wieder mit Rückzug News und zwar, ihr kennt alle meinen Salatwürzer mit Knoblauch und nachdem der bei euch so gut angekommen ist, habt ihr mich immer wieder angeschrieben, Manu, kannst du nicht nochmal eine Variante von einem Salatwürzer rausbringen, am besten ohne Knoblauch? Na klar, mache ich. Ich habe jetzt wieder rumexperimentiert und habe hier meinen neuen Salatwürzer für euch zusammengemixt und ganz ohne Knoblauch. Mein Universal-Salatwürzer ohne Knoblauch, so nenne ich ihn. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ruckzuck einen gemischten Salat mit diesem leckeren Dressing. Und zwar habe ich hier schon ein bisschen Gemüse geschnippelt. Das Ganze kommt jetzt in meine Glasschüssel hinein. Wir fangen an mit ein bisschen grünen Salat. Habe ich natürlich gut gewaschen und trocken geschleudert. Ganz wichtig. Dann gebe ein bisschen Gurken drauf. Bisschen Paprika, bisschen Tomaten, Radieschen, Frühlingszwiebel. Ja, muss man natürlich noch alles reintun hier. Und ruckzuck, wie ihr sehen könnt, haben wir schon einen tollen bunten Salat. Und da fehlt uns jetzt noch das Dressing. Wie ihr sehen könnt, habe ich wieder bei meinem neuen Salatwürzer darauf geachtet, dass er laktosefrei ist. Hefefrei, glutenfrei, vegan, ohne Farbstoff und natürlich ohne Geschmacksverstärker. Seid ihr von mir gewöhnt? Alle meine Gewürzmischungen achte ich darauf, dass sowas nicht hineinkommt. Und wie ich den jetzt anmache, zeige ich euch. Ihr wisst es, geht ruckzuck wie mein anderer Salatwürzer. Genau das gleiche Mischverhältnis. Ihr gebt 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Öl und 3 Teelöffel von der Würzmischung in einen Shaker, schütteln, fertig. Ich habe mir jetzt wieder meinen Salatwürzer hier in so ein Wegglas reingefüllt, habe mir von der Tüte oben wieder das Etikett ausgeschnitten, draufgeklebt und so weiß ich immer, was drin ist. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Mich habt ihr immer wieder gefragt, Manu, hast du uns nicht einen Tipp? Welchen Shaker benutzt du? Hast du nicht eine Idee, welcher gut ist? Und jetzt habe ich den perfekten Shaker gefunden, den ich auch in meinem Shop mit anbiete. Und zwar diesen hier habe ich jetzt schon gefüllt mit Öl und Wasser. Und der Gewürzmischung habe ich auch schon dazu gegeben. Und das Tolle bei diesem Shaker ist, da kommt jetzt so eine tolle Spirale hinein. Wirf ich einfach nur hier rein. Dann kommt der Deckel drauf. Und was mir wichtig war bei einem Shaker, er muss schön groß sein. Er muss absolut auslaufsicher sein, damit man auch den überall mitnehmen kann und dass er auch mal ja, umfallen kann im Korb und euch das Dressing oder euren Shake, was ihr da drin habt, nicht gleich ja, raussauert. Dann gebt man das hinein und durch die Spirale wird jetzt euer Dressing richtig schön cremig aufgeschlagen. Und dann heißt es eigentlich nur noch shaken, shaken, shaken. Und dann ist wirklich ruckzuck euer Dressing auch schon fertig. Ich habe jetzt gleich die dreifache Menge gemacht, denn es ist ganz toll, ihr könnt dieses Dressing wirklich mehrere Tage im Kühlschrank einfach aufbewahren. Ich lasse es dann immer im Shaker drin und gieße es dann eben so über den Salat. Und ihr seht schon, also der Shaker ist einfach genial. Und ihr seht schon, zu 100% absolut dicht und das ist wichtig. Die Spirale lasse ich auch jetzt drin, die gebe ich gar nicht raus, denn jedes Mal, wenn ich dann ein bisschen Dressing rausnehme, schüttel ich natürlich vorher und so könnt ihr den Shaker mit dem Dressing auch wunderbar mitnehmen. Und wenn ihr wo eingeladen seid beim Grillen und irgendjemand hat ja Allergie oder will kein Knoblauch, mit diesem Dressing seid ihr wunderbar ausgestattet, denn das ist wirklich kein Knoblauch mit drin. Jetzt gieße ich gerade mal ein bisschen eins raus, damit ihr sehen könnt, wie das Dressing aussieht. Und ihr habt gesehen, wie wirklich fest dieser Shaker zu ist, dass er wirklich zu 100% dicht ist. Ich gieße jetzt erstmal hier rein, damit ihr sehen könnt, wie das Dressing aussieht. Könnt ihr das sehen? Ein richtig schönes Essigöl-Dressing.
aber ganz ohne Knoblauch. Ja, und so nehme ich jetzt, wenn wir eingeladen sind, mein Dressing, mein Salat mit. Da kommt dann einfach der Deckel drauf. Dressing verschließe ich. Zack. Und so kann jede Grillparty wunderbar starten. Ihr könnt natürlich ganz nach eurem Geschmack dieses Dressing auch noch verfeinern, wenn euch das jetzt nicht zu 100% zusagt. Ich habe es euch natürlich hinten auch ganz genau drauf geschrieben, wie man es anmacht. Ihr könnt natürlich noch Schmand, Sahne dazugeben oder etwas Salz, Pfeffer oder etwas Zucker. Aber für uns Persönliches ist es so genau richtig und nach unserem Geschmack genauso perfekt. Wir geben nichts mehr dazu. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch dieses neue Salatgewürz genauso feiert wie das andere mit dem Knoblauch. Und als Tipp von mir, bestellt euch den Shaker gleich dazu. Könnt ihr wirklich für beide Varianten wunderbar benutzen. Ist eine super Kombi. Und ab sofort in meinem Shop sind diese zwei Teile erhältlich. Also, ja, nichts Besseres gibt's wie jetzt im Sommer einen frischen Salat mit einem tollen, leckeren Dressing. Ja, in diesem Sinne sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's es gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare dann reinschreibt, wie ihr die Idee findet, mal ohne Knoblauch. Und wenn ihr weitere Wünsche für Gewürzmischungen habt, her damit, dann kann ich wieder fleißig rummixen und experimentieren. Also macht es gut, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis ganz, ganz bald, eure Ruckzuck-Manu.